MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind mal wieder auf dem German Packbeast Account. Ist ja jetzt schon ein bisschen länger her. Ja, ich bin immer noch am überlegen, wie oft ich German Packbeast bringe. Also ich bin auf jeden Fall zu dem Entschluss gekommen, dass es weniger wird. Aber ich weiß jetzt noch nicht genau, ob jeden Tag, jeden zweiten Tag. Da muss ich nochmal genau gucken. Ich bin mir da echt noch ein bisschen unentschlossen. Deswegen kann es jetzt auch nochmal passieren, dass nochmal zum Beispiel zwei Tage nur LP kommt. Das weiß ich noch nicht so genau. Den hier übrigens, damit habe ich mir Robben auf dem Hauptaccount getauscht. Na? Eigentlich müsste ich den noch mitnehmen können. Ja, kann ich auch. So, den machen wir mal in den Verein rein. Und dann ziehen wir auf jeden Fall auch nochmal unsere diese Gratis-Packs, weil EA hat ja mal wieder welche rausgehauen. Und deswegen habe ich mir gedacht, bringst du jetzt nochmal so zwischenzeitlich kurz eine Episode mit diese Packs nicht verfallen. Weil hier auf diesem Account können wir sie auf jeden Fall gebrauchen. Und ja, wäre natürlich ganz nice, wenn da was Hübsches bei rumkommen würde. Ziehen wir jetzt mal das erste. Und dann gucken wir mal, was denn da so bei rumkommen wird. Und Mandanda, okay. Miranda und Boateng. Ja, ist jetzt nicht so schlecht, ne? Also kann man auf jeden Fall einsetzen, die Jungs. Diese beiden auf jeden Fall. Aber ich glaube, Mandanda auch noch. Ja, ich glaube, den werden wir auch einsetzen. Dumitzi und Bayern Drico. Gut, dann machen wir erstmal alles in den Verein. Und diese beiden werden wir abstoßen. So, okay. Schnappen wir uns das nächste Pack. Und jetzt vielleicht nochmal was Hochkarätiges. Wäre natürlich ganz nice. Aber ich will mich jetzt über das erste Pack auf jeden Fall nicht beschweren. Weil ich meine, kannst du nichts gegen sagen. Boateng und Miranda können wir beide sehr gut nutzen. So, nächstes Pack. Und, ja, Pujol. Okay, vielleicht nicht ganz so prall, aber wir kriegen noch ein Free Pack. Okay, Sterling können wir eventuell nutzen. Cuadrado auch. Smalling glaube ich nicht. Puyol glaube ich schon. Ja, doch, ist doch gar nicht mal so schlecht. Vor allem, weil wir hier noch ein Free Pack haben. Gut, den Rest haben wir leider schon. Wir haben halt schon einige Spieler. Das ist das Problem. Gut, die können wir dann alle abstoßen. Dafür kriegen wir eh keine Kohle mehr. Ah, es wäre natürlich... Ja, gut. Prinzipiell hätte ich die anderen einfach abstoßen können. Und hätte damit noch ein bisschen Moneys gemacht. Scheiße, ja. Das ist mir jetzt ein bisschen spät eingefallen. Aber naja, ist jetzt auch Latte. Dann hätte ich einfach die anderen Spieler reinmachen können in den Verein. So, und jetzt in dem Pack kommt jetzt was Heftiges. Oder auch Kruse. Naja, ist jetzt nicht so Hammer. Ich glaube, davon brauchen wir dann keine. Nee, sieht mir nicht danach aus. Aber hier ist Celtic-Trikot, können wir mal aktivieren. Machen wir hier für dieses hier. So, und den Rest machen wir erstmal in den Verein. Ja, machen wir erstmal in den Verein. Und den stoßen wir ab und dann machen wir jetzt hier nochmal ein Spielchen. Ich glaube, wir sind jetzt dann wieder oben, ne? Ich glaube, bei Bundesliga dann. Achso, nee, ein Pack muss ja sogar noch ziehen. Ein 7 halber. Das standardmäßige Pack vor dem Spiel. So, mit Messi drauf. Und wen haben wir da drinne? Cambiasso. Okay, gut, Cambiasso können wir eventuell gebrauchen. Elia ist nicht schlecht. Das ist schon mal ganz hübsch, also das war dann auf jeden Fall ein Plus für unsere Mannschaft. Das passt mir ganz gut. Gut, den Rest können wir abstoßen. Dann können wir den Elia, glaube ich, gleich in unser Bundesliga-Team reinstellen. Schauen wir mal gleich. Erstmal hier raus. So, dann gehen wir auf Spielen. Gehen wir mal in die Online-Saison Nummer 8. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht wieder ein Disconnect bekommen. Ist ja auf diesem Account irgendwie standardmäßig so, dass wir rausfliegen und Niederlage. So, wir gehen jetzt aber aufs erste Team. Letztes Spiel müsste ein Hybrid gewesen sein, oder? Ich glaube schon. Und deswegen ist jetzt wieder die Bundesliga dran. 4-5-1 hatten wir da. Ich glaube, das würde ich gerne nochmal umstellen. Können wir mal ganz kurz gucken, was in 4-2-3-1 sagt. So, oder das andere, was haben wir für Wingers, machen wir mal ganz kurz so, könnte man natürlich auch machen, aber ZOM ist eigentlich besser, weil dann können wir hier Gustavo hinstellen, das passt ja, Verträge können wir mal hier nutzen, haben wir ja eh genug, so, kriegt er erstmal so ein, so, muss auch mal gucken wegen Teamfitness vielleicht,
Nee, der kann eine einzelne Fitness kriegen, das reicht ihm schon. So, jetzt müssen wir mal hier weiter gucken. Mandzukic vorne geht klar. Gut, dann brauchen wir vielleicht doch keinen Elia. So, Boateng hätte ich, glaube ich, lieber über die Mitte. Ja. Und haben wir hier noch ein ZOM? Ich weiß es gar nicht. Scheiße, wir haben kein ZOM mehr. Da müssen wir gleich nochmal gucken hier. Irgendwas müssen wir da noch haben. Bundesliga. So, gehen wir hier auf Liga, Bundesliga. Da haben wir es. So, auf jeden Fall wird reinkommen keiner von denen. Ja, ich wollte ja eigentlich Elia bringen, aber jetzt haben wir gerade die Formation geändert. Auf jeden Fall Boateng, weil der wird dann hier nämlich neben Matip auflaufen. Und ansonsten, haben wir jetzt eigentlich mal einen Außenverteidiger? Ich glaube immer noch nicht, ne? Rechtsverteidiger? Linksverteidiger? Wen haben wir denn links eigentlich stehen? Ach, haben wir Alaba. So, Rechtsverteidiger haben wir aber keinen. Ich gucke nochmal die Bank durch. Nicht, dass sich wieder hier irgendwer aufregt. Sieht mir aber nicht danach aus, nach einem Rechtsverteidiger. Nee. Gut. Ansonsten können wir hier dann vielleicht noch, dann können wir hier lieber Abraham hinstellen. Da ist er. Der ist noch ein bisschen schneller. Aber ansonsten passt das so schon. Und jetzt ins ZDM Reinhardt oder Kehl. Reinhardt, Kehl. Kehl ist eigentlich überall besser. Außer von den Workrates, glaube ich, ne? Yep. Das ist halt jetzt die Frage. Packst du da Reinhardt rein oder packst du da Kehl rein? Als Dortmunder muss ich natürlich eigentlich Kehl reinpacken. Oder Baumgartlinger, der sieht eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, ich packe mal einen Kehl rein. So, jetzt haben wir natürlich im ZOM noch ein kleines Problemchen. Wir könnten, wie gesagt, natürlich könnten wir es so machen. Dann hätten wir die ganze Chose so. Da müsste zum Beispiel Mkhitaryan raus. Dann könnten wir halt hier Elia hinstellen. Das würde natürlich chemietechnisch ein bisschen besser passen. So, dann machen wir hier. Na, ich komme hier ein bisschen nicht so ganz klar. So, Elia könnte dann nämlich hier hin. Ja, das würde natürlich auch klar gehen. Ich glaube, wir machen es eher so. Rechts haben wir nichts Besseres, oder? Da ist der Virinha schon ganz guter, glaube ich. Ich gucke nochmal ganz kurz. Spieler austauschen, Bundesliga. Pizarro, links ist Arango. Nee, das scheint mir so zu passen. Joa. Nee, dann machen wir das hier so. Geht das klar? Haben auch alle volle Chemie, außer natürlich Abraham. So, dann kriegt der Gustavo von mir nochmal eine einzelne Fitnesskarte. Kriegt einfach mal eine silberne, die reicht aus. Und Bundesliga-Manager haben wir immer noch nicht, ne? Barclays, Germany, sagt er hier nirgendwo. Nee, haben wir nicht, aber wir kriegen auch ohne Manager 100 Chemie. Deswegen können wir uns jetzt hier einen Gegner suchen. Nochmal ganz kurz auf die Fitness geachtet und die ist in Ordnung. Also kann es hier losgehen. So, ja, müssen wir mal gucken. Wenn wir vielleicht noch ein ZOM mehr kriegen, können wir wieder auf das andere 4-2-3-1 umstellen. Wenn wir noch ein RM zu kriegen, ist es natürlich auch nicht schlecht. Müssen wir mal gucken, das kann man ja immer mal hier schön umstellen hier. Ich meine, wir behalten ja die meisten Spieler erstmal. Zum Beispiel so Mkhitaryan, der bleibt ja jetzt auch drinne. So, spielen wir, ja, gegen den spielen wir hier. Chelsea Tricot. Und ja, dann würde ich mal sagen, geht's los im Wembley Stadium. Und wir spielen gegen, oh, auch ein Bundesliga, nee, doch nicht. Gegen ein Bundesliga-Brasilien-Team sozusagen. Ja, vorne ist Bundesliga und dahinter geht's dann mit Brasilien weiter. Elia, Lewandowski, Kuba, Oscar, Gustavo, Diego. Dazu haben wir dann noch Alex, Miranda, Maicon. Links war, glaube ich, Adriano, ne? Und im Tor ging mir zu schnell, aber ich denke mal, Diego Alves, irgendwie sowas in die Richtung. So, ach scheiße, wir haben ja hier, ich wollte eigentlich gerade auf meine Form, auf meine individuelle Taktik umstellen, aber ich habe es natürlich immer noch nicht gemacht. So, Kuba, der alte Pacer, so nicht, mein Freund. Oh, den hält er sogar noch drinnen hier, sehr schön. Geht aber natürlich direkt wieder zum Gegner. Boah. Lücken über Lücken hier, aber noch nichts passiert. So, dann gucken wir mal, hier schicken wir mal hier einen Boateng. Wollte ich ein bisschen zurückgehen, wird aber nichts, wird gleich wieder abgelaufen. So, ich habe ja auch noch nicht den Spielernamen eingeschaltet über den Leuten. Boah, Alter, ich muss mal hier rauskommen. Meine Fresse, wie er mich hier drückt. Was ist denn hier los?
drückt er mich ganz schön, der gute Freund. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier holen mit dem Virinia. Und da ist jetzt mal die Lücke für Mansu. Ja, der pusht sich hier auch. Und Boateng steht in der Mitte. Boateng. Wenn du auf den Ball zugehst, mein Kleiner, dann kriegst du den vielleicht. Komm raus, Keeper, Junge. Oh, wie ich das hasse. Und dann nimmt der den Ball nicht an, der Ficker. Das ist unglaublich einfach nur. Naja, das ist halt, weil die KI ziemlich dumm ist. Ich meine, er muss halt einfach nur den Ball annehmen, dann kann ich den kurz rausspielen und gut ist die Sache. Aber nein, ich darf nicht. So, spiele hier raus auf Kuba. Muss ich hier rausgrätschen, nicht, dass er mir das Ding hier gleich mit Lewandowski einschenkt. So, Thiago beim Eckball. Ah, Ecke. Nee, geht nicht rein. Oh, Alter, er fängt mir hier jeden Ball ab. Fuckt mich gerade unnormal ab. Aber naja, was willst du mal? So, spielen wir mal hier in die Mitte. Lauft mal, lauft mal. Ach, lauft mal. So, jetzt hier nochmal weiter auf Boateng. Aber der kriegt ihn im Nachsetzen. Aber im Nachsetzen kriegt er ihn. Und da kommt dann sein Außenverteidiger mit ins Spiel. Ich denke mal Adriano. So, können wir hier abfangen. Spielen gleich weiter. Mandzukic. Ne, also er hat hier noch so die zweiten Bälle. Die sind aktuell seine. Muss man so sagen. So, Alter. Ja, schon wieder. Es ist unglaublich. Wir kriegen einfach keine zweiten Bälle. So, spielen raus. Mansu, nochmal. Nochmal weiter gespielt und auf die Außen gespielt. Und jetzt lauf mal hier ein bisschen, Sebastian. Und bring die Flanke, kommt ganz gut. Und dann machen wir das Ding rein. Ob das so ganz verdient ist, ist die Frage. Aber ist mir auch ehrlich gesagt Latte, solange wir hier in Führung sind. So, jetzt vielleicht mal anfangen, die zweiten Bälle zu gewinnen. Der ist im Aus. Da geht's jetzt hier weiter. Ich glaube, dieser Gegner ist auch wieder kein 8. Liga-Gegner, weil hat auch eben schon so ein Späßchen gemacht mit flacher Flanke und sowas. Also, ich würde mal behaupten, dass einer, der gerade anfängt mit, na gut, kann er vielleicht aus normalem FIFA-Teil schon kennen. Aber auch das sagt er dann nicht, dass er ein Schlechter ist. So, Boateng, Alter, du musst dich mal ein bisschen pushen. Ich habe den extra eigentlich in die Mitte gestellt, weil er halt größer ist und ich kriege hier keinen Mann angewählt. Gut, gibt keinen Foul. Ich wollte erst überlegen. Was? Das Spiel tiltet mich gerade ein bisschen unnormal. Er sollte den ganz normal aus dem Wing, auf dem Wing rausschicken. Ich weiß, ich führe, aber trotzdem tiltet mich das krass. So, Kuba will er wieder flach reinbringen. Also ich glaube, er steht auf flache Flanken, definitiv. So, jetzt hier nochmal rausgebracht, nochmal in die Mitte. Und jetzt sind wir da eventuell außen durch, wenn er jetzt mal pusht mit der Push-Taste. Na gut, ich würde sagen, bringe ich dann doch die Flanke und die kommt wieder scheiße. Eieiei, so, Kuba. Hätte ich vielleicht auch mal eine flache Flanke bringen sollen hier. So, aufpassen, Kuba, auf die Außen, auf, spiel ihn zurück, auf spiel ihn zurück vor allem. So, oh, spiel ihn raus! Meine Güte, was ein energiegeladenes Spiel hier. Nochmal rüber hier. Oh, jetzt nach vorne das Ding. Nee. Aber können wir hier nochmal mit Virinia abfangen. So, spielen wir mal rüber hier. Oh. Kuba. Kuba ist aktuell mein ärgster Feind. Er rennt halt immer mit 100.000 Pace in mich hinein. So, aber das macht sein Spiel auch ehrlich gesagt gut, dass er halt wirklich unglaublich krass pressen tut. Und da ist der Kuba jetzt fast durch gewesen. Aber ist er Gott sei Dank nicht. Ja, komm, mach... Oh nein, ich dachte schon, er macht hier den Pass nach vorne. Hm, hier ist eigentlich alles zugestellt. Ich versuch's mal auf Boateng. Bis jetzt enttäuscht er mich ja ziemlich. Und auch da wieder. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ich habe ihn extra halt statt Mkhitaryan dahingestellt, damit er da mit seinem Körper mal ein bisschen was macht. Aber es kommt mir irgendwie so vor, als ob er einfach als vom Ball wegläuft. Naja. So. Hier haben wir irgendwen. Da will er hier den Lobpass bringen. Können wir aber abfangen. Spielen wir hier raus mit Matip. Können wir nochmal zurück hier. Jetzt hier nochmal raus auf Virinha. Und jetzt spielen... Ja, nochmal rüber und jetzt bring ihn vorne durch. Sehr schön, das war mal eine gute Kombination hier. Mansu. Ich kann aber wieder nur flanken. Weil, wie willst du da mit Mandzukic reinskillen?
So. Ja, sehr schön abgefangen von Luis Gustavo. Jetzt muss man ein bisschen schneller gehen. Nein. Wo spielst du den Ball hin? Da vorne läuft, weiß nicht genau, wer es war. Aber jedenfalls, irgendwer läuft durch. So, und wieder ein sehr guter Pass von Mandzukic hier auf jeden Fall. So, Kuba. Ja, laufen wir nicht ab mit Kehl. Oder hier ein bisschen Pirouetten drehen. So, jetzt lauft da vorne durch, Virinha. Ganz genau. So, Virinha ist durch. Ja, sehr schön. Finesse 2:0. Gut. Ja, ich weiß nicht. Der Gegner ist wirklich nicht schlecht. Also, aber man muss halt auch sagen, er hatte eigentlich noch keine richtige Chance, oder? Ich sag jetzt mal, obwohl ich es nicht weiß, eine gute Chance. Nee, ich weiß echt nicht. Hatte er eine gute Chance? Ich kann mich nur daran erinnern, dass er zweimal versucht hat, einen flachen Ball in die Mitte zu bringen. Der jetzt aber nicht unbedingt erfolgsversprechend war. Beziehungsweise einmal auch abgefangen wurde von mir. Ja, Virinha pusht wenigstens mal. Pusht dich hier durch gegen Alex. Sehr schön. Und jetzt hier die lange Flanke. ja, die war sehr lang. Ja, schade. Ich dachte, den kriegen wir sogar noch rein. Alter. Ja, da habe ich ein bisschen zu lange gedrückt. Das war ein bisschen sehr schwachsinnig. So, jetzt mal hier ein bisschen mit... Oh, jetzt kommt, ist Kuba durch. Kommt wahrscheinlich wieder die flache Flanke. Oh, Alaba im ersten. Kuba. Oh, fuck, Mann. Oh, hätte mich das aufgeregt, wie ich mich immer aufrege über so kurze, scheiß kleinen Tick-Fuck-Wix-Pässe. Aber ist glücklicherweise nichts passiert hier. Eieiei. Was ein Spiel. Nee, ich bin auch nicht unbedingt sonderlich erfreut über mein Spiel. Das muss ich auch sagen. So, gucken wir mal, wie die zweite Halbzeit so läuft. Also, in dem Spiel fühle ich mich alles andere als sicher. Irgendwie, ich glaube, Kehl ist ein echter Schwachpunkt. Ich weiß nicht, ich habe gar nicht so Fehler von ihm beobachtet, aber es geht irgendwie alles über... Ach so, das bin ja ich. Ich dachte, der Gegner macht jetzt Anstoß. Es geht irgendwie alles über die Kehle-Seite. Gustavo räumt auf seiner Seite eigentlich ganz gut ab. Und deswegen glaube ich das. So, spielt ihr hier raus. Müssen wir aufpassen hier, Jungs. Schön hier mitlaufen. Ah. Da wählt er mir hier den Spieler ab. Aber Gott sei Dank kommt er gerade noch hinterher. So, spielen wir hier raus. Mann zu. Und jetzt da vorne. Bitte bring ihn. Ja. War natürlich ein bisschen... Der tackelt da ins Leere und ich wäre eigentlich durch gewesen. Aber ich mache eine scheiß verdammte Schusstäuschung. Sollte ich aufpassen, er kann das ja eigentlich mit denen auf einen drauf rennen und deswegen sollte ich da nicht so viele Faxen machen. So, Alaba. Und nochmal hier auf den Mann zu und jetzt lauf mal bitte durch, Elia. Auf den habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Das ist doch gar nicht Elia, oder? Ach nee, Elia ist wo ganz anders. Weiß nicht warum, der war irgendwie in der Zentrale. Ich habe nämlich also auf Elia gewartet. So, spielen wir hier auf die aus. Oh. Kriegt er gerade noch so den Ball. So, jetzt hier nochmal zurückgespielt. Nicht Strafraumkante, sondern Mittellinie. Und jetzt läuft Mansu. Sehr schön. Und den lupfen wir drüber. Ne, gehen wir an ihm vorbei. Ach du Scheiße. Ja gut, ich hätte anscheinend ein paar Meter weitergehen sollen. Das wäre anscheinend ein bisschen besser geworden. Aber die Führung stabilisiert sich. Also das wäre schon wieder ein Ding, was ich halt hätte machen müssen. Aber ich glaube, ich hätte einfach noch einen Schritt gehen müssen. Er hat einfach keine Ballbehandlung bekommen und daher kam so ein richtig mieser Schuss bei rum. So, Lewandowski steht hier anscheinend im Abseits. So, versuchen wir es nochmal mit Boateng. Nee. Komischerweise, nachdem der Ball ausgeführt wird, geht er... Oh, das ist gefährlich. Wo ist der Ball? Da drüben. Weg. Sehr schön. Nachdem der Freistoß ausgeführt wird, haut Boateng halt einfach irgendwie immer ab. Ich weiß aber nicht so ganz warum. So. Haben wir abgefangen. Sehr schön. Und jetzt bring ihn vorne durch. Ah, scheiße. Da steht noch eine Doppelabwehrreihe von ihm. Aber Mansu, als schneller als Alex. Ist er. Alter. Extra noch den Ball angenommen und den Finesse gesucht mit Elia. Naja. Hast du dir so gedacht, Messiv? Hast du dir so gedacht? So. Spielt er hier rüber. Haben wir abgefangen. Sehr schön. Spielen nochmal in die Mitte. Und da vorne durch. Ist Elia sogar.
Aber da kann er sich natürlich nicht gegen Alex pushen. Körperwunder ist der Elia jetzt nicht unbedingt. Aber Virinha pusht sich hier. Oh, aber wieso macht er da so einen komischen Haken? Naja, hat er gemacht. Ist halt so. So, Abraham, unser heftiger Außenverteidiger. Jetzt schnell wieder nach hinten. So, schön abgefangen von Mandzukic. Der hat noch kein Tor, ne? Ah, da wollte ich jetzt mal einen Schuss auspacken. So. Spiel den Pass. Nee, spielt er nie so ganz. Jedenfalls nicht ganz so gut. Aber Elia fängt den Ball hier wieder ab. Ja, nach vorne und jetzt bring ihn außen durch. Sehr schön auf Eljero Elia. Und fackel einfach mal. Oh, schießt er mit rechts. Ich wollte ihn eigentlich mit links. Aber naja. War jetzt auch nicht unbedingt die beste Position, um abzuschließen. Aber ich wollte jetzt nicht flanken. So. Nee, das war gar nicht Mandzukic. Das war irgendwer anders, der sich da ein bisschen sehr gut fallen lässt. Anscheinend nicht die besten Balancewerte. Oh, Alaba, den musst du eigentlich haben. Aber Boateng macht das dann ganz gut. So, spielt er hier nochmal nach hinten. Ja. Ich bin ein bisschen sauer darüber, dass ich meine Chancen nicht verwertet habe. Mit dem 3-0 würde ich mich da schon besser fühlen. Ich meine, er arbeitet sich irgendwie keine richtigen Chancen. Also er schießt dann meistens irgendwie meine Spieler an oder sowas. Und da kommt halt keine so richtige Chance zustande. Aber ihr kennt das. Wenn ein Tor dann fällt, dann geht's tiki-taka und dann ist mal ganz schnell rum hier die Sache. Und, boah, ich glaube, es war Abraham, oder? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. So, Alaba bringt hier bei uns die Ecken rein. Oh, die kommt eng. Oh, und im Nachsetzen. Alter, das gibt's nicht. Und was jetzt los? Elfer? Ha, ist er anscheinend reingegrätscht. Selber schuld. So, gut. Anscheinend ist er hier... Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber irgendwer ist da, glaube ich, nebenan umgefallen. So, wer schießt bei uns die Elfer? Ich weiß nicht, was Mandzu so für Werte hat. 85 Elfmeter. Ich würde mal sagen, das geht klar. Boah, das ist in Ordnung. Wie, was hat denn der? 69 Elfmeter hat der Kevin Prince nur. Glaube ich ja gar nicht, aber okay. So, Mandzu. Und den schießen wir oben rechts in den Winkel. Naja, Winkel ist was anderes, aber Tor ist es auf jeden Fall. So, Mandzukic macht hier das 3-0. Jetzt, in der ersten Halbzeit habe ich noch ein bisschen mit mir gehadert, wegen Sieg und sowas, aber jetzt finde ich Führung ganz klar in Ordnung für uns, weil er hat sich halt wirklich keine ordentlichen Chancen rausgespielt, aber er ist ein guter Spieler, also er ist wirklich einer, der spielen kann, aber sein Pressing hat auch in der zweiten Hälfte gut nachgelassen, bin ich auch froh drum. So, ich bin hier nochmal kurz, denkst du dir, macht er nicht. So, jetzt nochmal hier in die Mitte und dann will er den Loppas bringen, den wir aber abfangen können und nochmal abfangen können. Sehr schön, bringen wir hier weiter. Lauf durch, sehr gut. Nochmal rüber. Und, Alter, da wird mir Mandzukic abgewählt. Warum auch immer. Aber naja, ist halt so. Und wo der Pass hingeht, das wissen nur die Geister. Und hier gibt es einen Einwurf für den Gegner. Komm, komm, Kollege, wir wollen hier schneller machen. 83. Minute. Dürfte nichts mehr passieren. Ich meine, sagt man gerne, ne? Aber dürfte wirklich nichts mehr passieren. Und, was ist hier los? Er sollte eigentlich auf wen anders, aber sehr schön von Luis Gustavo. Also der ist wirklich ein starker ZDM. Kehl weiß ich nicht so genau, ob er denn so stark ist. Ah, schade, kriegen wir hier nicht rüber auf Virinha, aber er fängt ihn hier noch ab, der Abraham. Und da vorne ist die Lücke. Aber ich glaube, das ist abseits, oder? Nee. Und den macht der Boateng. Schießen kann er ja, der Junge. So, macht auch noch ein bisschen Liegestützen auf einem Arm. Und jetzt ist das Spiel dann wirklich auch gegessen. Ich hatte wirklich ein bisschen Schiss in dem Spiel, weil die Anfangsphase lief alles andere als gut. So, schön nochmal von Mandzukic den Ball geholt. Hier nochmal weitergeleitet auf Boateng. Nochmal hier weiter auf Elia. So, Elia, komm, zieh durch. Ah, schade, jetzt wäre ich gerne mit Elia nochmal durchgezogen. So, Boateng, haben wir den Ball. So, spiel nochmal auf die Außen. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe irgendwie gedacht, er würde mich angreifen und deswegen wären die Außen offen, aber irgendwie nicht so ganz. Naja, kriegt er hier nochmal einen Eckball? Hüpf! Nee! Hüpf! Ja, kriegen wir vor der Linie. Ganz ruhig, Weide. Wir haben den Ball. So, Eljero Elia. So, kleiner... Ja, sehr schön. Mandzukic. Pusht, oh, den Angriff hätte er jetzt aber nochmal laufen lassen können, oder?
Ich bin ja 20 Meter, 25 Meter vom Tor und er pfeift ab, der Ficker. Naja, ist ja auch Latte. Wir haben das Spiel gewonnen. Sehr schön. Wie gesagt, erste Halbzeit war, glaube ich, auch mein Spiel relativ katastrophal. Aber im Endeffekt mit zwei Buden wie Rinja, eine Mandzukic, eine Boateng, geht das dann doch klar. Aber Gegner kein schlechter gewesen und kein standardmäßiges 8. Liga-Niveau war das hier vom Gegner. So, drücken wir hier nochmal weiter. Virinia Spieler des Tages und dann holen wir uns jetzt nochmal unser Abschlusspäckchen. So, ja, danke, wir haben gewonnen. Yomiye United. So, ja, Ultimate Team wird geladen. Gut, haben wir es geladen und dann ziehen wir jetzt nochmal ein schönes Päckchen und ziehen. Bale ist, glaube ich, gerade drin, ne? Ziehen wir einfach mal ein Bale. So, wenn wir in den Shop kommen, ich hoffe es mal. Gab auf dem Account ja immer mal Probleme. Ne? Ne? Ah, ich glaube, das wird nichts. Scheiße. Aber wir müssen unser Pack ziehen. Müssen wir mal gucken. Irgendwie müssen wir jetzt in den Shop reinkommen. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt auch keinen Bock, wegen einem scheiß Pack zu cutten. Zur Not werde ich dann einfach zur nächsten Episode zwei Packs zu Anfang ziehen. Und dann halt immer noch eins am Ende, damit ich das sozusagen wieder nachgeholt habe. Aber eigentlich wollte ich jetzt ganz gerne das Päckchen ziehen. Aber irgendwie gibt es auf diesem Account immer wieder neue Probleme. Ich weiß nicht, was das ist, dass ich dann einfach nicht in den Shop reinkomme. Es ist halt übel komisch. Ich sitze hier gerade wie so eine Schwutte auf meinem Stuhl. Naja. So, Team of the Week wollte ich nämlich eigentlich nicht drauf. Ich wollte eigentlich auf diese Werbung mit den tollen Packs hier, das da. Ja, der Shop. Ah, jetzt kommen wir rein. Jetzt kommen wir rein. Ich sehe es schon. Ja, sehr schön. Gut, können wir unser Pack dann doch jetzt noch ziehen. Mit Messi vorne drauf und komm, bring mal was, Alter. Wir brauchen mal was Schwarzes. Es ist unglaublich. Wir brauchen einfach mal was Schwarzes auf diesem Account. Und wir kriegen was Dempsey-mäßiges. Schade, eigentlich ganz nice Werte der Junge, aber können wir leider Gottes nicht benutzen. Auch die anderen sind, glaube ich, eher nicht so interessant für unsere Teams, leider Gottes. So, mal ein neues Wappen aktivieren. Gut, würde ich sagen, mache ich das alles in den Verein rein und dann werde ich dieses Video jetzt auch beenden. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.